500.000 ist einfach mal dafür bezahlt. Also hier machen wir auf jeden Fall dann noch Terraforming und so, das könnt ihr aber wissen. So, okay, jetzt noch verbinden den Spaß. Also ich wollte jetzt einfach sagen, wir verbinden das hier mit dieser Linie hier. Das hatte ich eigentlich für die beste Idee, dass sich quasi hier alles trifft. Könnte halt hier irgendwie noch über eine Haltestelle nachdenken. Oder hier, die können wir vielleicht noch mitnehmen. Lass das mal machen. So, okay, bam. Dann hier lang, dann hier lang, dann hier nochmal halten und dann hier wieder hin. So, alles klar. Berlin, Bus, Flughafen. So. Machen wir mal einen Moment. Damit wir da nicht durcheinander kommen später. Kleiner Flughafen. Nochmal K-Flughafen. So gut, dann jetzt Busse kaufen. Ich glaube, da braucht man nicht so viele. Reicht wahrscheinlich erstmal eine. Linie zuweisen. Berlin-Bus, kleiner Flughafen. So. Okay, und jetzt brauchen wir natürlich ein Ziel. Wir können Jagdheim nehmen. Aber ich bin dafür, dass wir erstmal München nehmen, weil München ist, dürfte ein bisschen größer auch sein als Jagdheim. Bevölkerung Berlin 700, ja, Jagdheim 100, München 370. Lass das mal machen. Wir machen jetzt hier einen Flughafen mit einem kleinen. Hier ist es relativ günstig. Das mit der Straße verbinden wir eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann mache ich mal hier noch eine Anbindung eben. Aber damit sich das so weiter ausbreiten kann, Sekunde, machen wir einen um. Mittlere Straße. Mit Busspur bitte. Nur für den Fall, dass ich das später irgendwie brauche. Weil dann können hier nämlich noch Häuser entstehen. Wobei, nee, halt, ich muss erst den Flughafen bauen. Aber ich hätte den halt hier so mittig reingesetzt, das gefällt mir eigentlich ganz gut, die Idee. Jo, machen wir das mal. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd jetzt, für die Häuser, die hier, aber so viele Häuser sind hier ja noch nicht, das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. So hier. Machen wir mal eine mittlere Landstraßenverbindung von hier über. Na, ich hätte es halt gerne wieder ein bisschen gerade. Also ich habe das dann irgendwie immer gerne halbwegs parallel. So hier ungefähr. Das sieht gut aus. So. Und jetzt hier noch eine Verbindung. Ich mache mal aus diesem Stück hier mache ich mal eine Landstraße. Weil hier fände ich es blöd, wenn die Häuser direkt am Flughafen sind. Das sieht irgendwie komisch aus. So. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. Ich glaube, das Haus löst sich dann von automatisch wieder auf. Weil ich glaube, Landstraße, Häuser ist nicht ganz so lukrativ, würde ich schätzen. So gut, jetzt müssen wir hier noch eine Buslinie machen. Wir können natürlich auch gleich Tram machen, wenn wir wollen. Dann hätten wir es gleich ordentlich in München. Okay, jetzt mache ich doch Buslinie. Wir haben hier neue Busse bekommen, die cool aussehen. Und ein neues Schiff. BR. Ich glaube, die Lok hier ist auch schon relativ schnell. Und einen Güterwagen haben wir auch bekommen. Richtig nice. Okay, dann lass einfach die Linie machen und dann Bussporen setzen. Damit kann ich auch leben. Jedes Mal verklicke ich mich. Was ist los? Machen wir so hier. Und jetzt noch hier die Haltestellen. Okay, also wenn, dann machen wir es jetzt gleich ordentlich. Ich guck mal eben noch, wie die Gebiete hier verteilt sind. Okay, alles klar. Machen wir mal an die Kreuzung hier ein. Hin, würde ich sagen. Auf beide Seiten natürlich. Das habe ich jetzt über die Zeit auch gelernt, Leute. So, dann Industriegebiet an die Kreuzung. Das kann, die Stadt kann sich ja hier noch weiterentwickeln, hier in die Bereiche. So, hier haben wir jetzt einen, hier mal einen. Würde ich an die Kreuzung hier irgendwie was setzen, dann haben wir erstmal weitestgehend alles abgedeckt. Ist natürlich dann nicht ideal, man kommt so dann nicht auf irgendwie 80% Linienabdeckung oder so. Aber erstmal jetzt für den Flughafen und so ist das absolut ausreichend. Wenn wir dann Bahnhof bauen und so hier, dann wird es ja noch mal deutlich mehr. So, okay, das passt an sich. Eine neue Linie. Bam. Bam.
Bäm. Bäm. Wir wollen wieder zurückfahren, ne? Bäm. Bäm. Und dann hier wieder lang. Das ist erstmal in Ordnung, die Linie. Ist doch erstmal in Ordnung. Weil die laufen auch von hier rüber. Also so ist es jetzt nicht, Leute. Ne? Das machen die. So, okay. Warum denn? München. Bus. Flughafen. Machen wir auch wieder K-Flughafen. Okay, so ist Straßendepot. Im Anschluss will ich ja dann unbedingt erstmal dafür sorgen, dass unsere Städte eine Lebensmittelversorgung bekommen. Das fände ich sehr, sehr gut. Dann würden die nämlich auch noch sehr, sehr viel schneller wachsen. So, reicht doch erstmal. Machen wir erstmal einen Bus. So, die mir zuweisen. Werden sie sehen, ob wir mehr brauchen oder nicht. So, hätten wir. So, okay Leute, und jetzt können wir an sich die Flughafenlinie einrichten. Ich schaue nochmal ganz schnell wegen Cargo. Also die kommen jetzt hier gut hinterher erstmal. Das sieht überall sehr, sehr gut aus. Berlin 53. Müssen wir mal gucken, ob der Zug dann noch hinterher kommt, weil der transportiert ja auch immer gleich mit für Frankfurt, weil er dann doch ein bisschen mehr ist. Mal schauen, ob wir jetzt bald die Produktion über 200 bekommen. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr gut. Könnte auch meinen, dass der Zug nach Holland fährt, oder? Ich weiß es nicht. Ach doch, spitzenmäßig. Sie haben schon 30 Millionen mittlerweile. Richtig gut. Gucken wir mal hier ganz schnell, ob der noch hinterherkommt. Du kannst 285 einladen. Easy! Wow, Leute! Es könnte passieren, das habe ich nämlich noch nie geschafft, dass wir den jetzt über 800 bekommen. Das habe ich noch nie hinbekommen. Der muss jetzt noch schnell wieder abholen. Dann geht die Produktion noch nicht weiter runter. Yo! Produktion 1600 Obergrenze. So, das ist wahrscheinlich jetzt das Maximum, würde ich schätzen. Boah, ist das übel. Guck mal, wie schnell hier Öl entsteht. Ne, Rohöl. Rohöl ist das. Wie schnell hier Rohöl entsteht. Richtig krass. So, okay Leute, Flughafenlinie machen. Ich guck nochmal, habe ich jetzt hier ordentlich mit den Terminals, habe ich das ordentlich eingestellt? Fussen, Terminals machen wir auch gleich wieder 3. Das kostet jetzt nicht so viel mehr dann. Wie gesagt, Flughafen mittelgroß machen wir auch noch. Aber wir fangen jetzt erstmal klein an. Weil wie gesagt, dann die richtig großen Maschinen, die sind glaube ich sehr, sehr toll. So gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal entscheiden, was wir holen wollen. Fahrzeuge kaufen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an, aber ne, wir sollten halt trotzdem nicht zu langsam sein. 489, 700. Betriebskosten 1 Million. Das könnten wir uns halt echt leisten. Ist hier irgendein Unterschied? Die sind ungefähr klein. Die sind ein bisschen schneller. Betriebskosten sind leicht höher. Aber lass ruhig mal die hier gleich holen, was soll's. Farbe können wir dann immer noch machen. So, okay Leute, wir holen jetzt eine Boeing 737. Ist ein amerikanisches Schmalrumpfflugzeug. Für Kurz- und Mittelstrecken, das passt doch. Kaufen. Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir hier nicht alle Maschinen holen können, weil das ein kleiner Flughafen ist, wisst ihr? So, neue Linie. Berlin West. Nach München. Guck mal, wie die Linie verläuft, Leute. Ja, das ist die Städte, ne? Also, auch weil ich schon ein paar gemeint habe, Urbin, die Karte ist ja übelst klein in den Spielen und so. Ich habe wirklich fast das Kleinste ausgewählt, was geht in dem Spiel, weil ich erstmal übersichtlich euch das alles zeigen wollte und auf einer kleinen Karte kann man... Lohnt sich auch einfach mehr, so ein bisschen Detailarbeit zu machen und so, wisst ihr? Das spricht ja nichts dagegen, wenn ich merke, ihr habt dann noch Bock, dass wir irgendwann nochmal USA oder so machen mit einer größeren Karte. Und große Karten sind richtig riesig, Leute. Also, für mich fast zu groß, finde ich. Für ein Let's Play auf jeden Fall zu groß, finde ich. Die Karten gehen wirklich riesig in dem Spiel. Da hat man irgendwie dann 40 Städte oder so. Also das ist wirklich nur klein. So gut, Berlin.
München. Flugzeug. Warte mal, Flugzeug? Ja, Flugzeug. So, okay, jetzt muss ich noch zuordnen, dann geht's los. Und das können wir uns dann angucken. Ich bin ja gespannt, wann der erste mit dem Flugzeug fliegt. Das wäre dann der erste hier auf unserer Karte. Linie zuweisen. Berlin-München-Flugzeug. Alter Schwede, ja, 1969 12 Millionen gemacht. Heftig. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis die Linie hier sich rentiert. Was geht los? Ah, das ist schon gut gemacht, oder? Die Sounds? Es ist halt ein bisschen kurz, die Strecke. Ja, sie ist ja kurz. Ah, spätestens jetzt hätte ich auch gerne eine größere Karte. Wir sind im Nichts. Wir sind im Bermuda-Dreieck, ich weiß es nicht. Sieht aber gut aus und die Sounds sind auch großartig. Also, wenn ich nochmal einen Durchlauf machen sollte, dann auf jeden Fall auf einer größeren Karte. Das könnt ihr aber wissen. Ja, okay, das Landegeräusch war jetzt ein bisschen unfreiwillig komisch, aber egal, ich find's gut. So gut, Leute, jetzt müssen wir noch hoffen, dass hier über die Zeit dann Passagiere kommen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ah, oh, nice, Leute, ich feiere das gerade. Könnte natürlich nach Jerxheim noch eine Verbindung machen, weil Jerxheim ist halt wirklich weit weg. Also man könnte sagen, man fliegt nur von Berlin nach München und dann nach Jerxheim. Dann haben wir irgendwie trotzdem schon mal jede Stadt in irgendeiner Form angebunden. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Lass das mal eben noch schnell machen. Habe ich irgendwie Bock drauf. Kleiner Fug. Es ist der Kleine. Boah, ey, der Mittelgroße ist halt echt riesig dann, ne? Und wenn das ein mittlerer ist, gibt es ja bestimmt auch noch große Flughäfen, ey. Bin gespannt, wie der dann aussieht. So, warte mal, das würde ich auch so ein bisschen ins Hinterland machen. Das war jetzt, kostet zwar 2 Millionen, aber einen großen werde ich hier eh nicht hinsetzen, weil das würde ja wahrscheinlich die Kosten übel sprengen, könnte ich mir vorstellen. So ein bisschen im Wald rein, finde ich eigentlich ganz gut. Dürfen die ihn fahren? 60, 80. Machen wir es mal klein. So, okay. So, dann schnell eine Buslinie. Und im Anschluss würde ich sehr wahrscheinlich mich dann erstmal um die Lebensmittel kümmern. Und da werden wir eine sehr coole Zugstrecke bauen, weil wir haben mittlerweile die Kohle. Können jetzt mal ein bisschen draufhauen hier, indem wir einfach mal eine Zugstrecke direkt durch den Berg hier ziehen. So, ist da? Mit Tunnel und so weiter würde ich dann mal machen wollen. So, okay, Depot. So, und dann die Haltestellen. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Ah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir müssen die Stadt mal nach oben benennen. Oder wollen wir das Jerxheim lassen? Jerxheim. Ach komm, Leute, wir lassen das einfach mal mit Jerxheim. So gut, wir müssen jetzt noch eine Buslinie machen. Ich mache es erstmal super simpel. Wir bauen jetzt erstmal hier in die Mitte eine hin. Da decken wir weitestgehend, nicht ansatzweise alles, aber fast alles ab. Das werden wir dann später ausbauen. So. Und jetzt, lass mal einfach mal Jerxheim. Würde mich mal interessieren, ob hier irgendein Zuschauer aus Jerxheim kommt oder aus Nähe Jerxheim. Moment, wir machen aber trotzdem groß. Das ist immerhin im Flughafen. Wir planen voraus sozusagen.
Bam. Das war's schon gewesen an sich. Jerxheim. Wo ist Flughafen? Habe ich das richtig geschrieben? Jerxheim, ja, habe ich. Okay. Mal gucken, wie sich die Stadt jetzt noch so entwickelt, beziehungsweise das kleine Dorf. So, jetzt müssen wir noch zuordnen. Schnupp. Linie zuweisen. Jerxheim, Busflughafen. So. Okay, und wir müssen die Luftlinie hier nochmal umändern. Also, Berlin, München. Man könnte dann nochmal nach Berlin rüber machen, theoretisch, aber eigentlich würde ich das ja fast lassen. Weil das Landen dauert ja fast am längsten hier. Und deswegen machen wir einfach Berlin, München, Jerxheim, Ost. Und dann geht's wieder nach Berlin. Ich finde das schade. Kann ich die Linienfarbe irgendwie ändern? Geht das? Ah, sehr gut. So, finde ich besser, wenn das rot ist. Sieht man es besser. So, okay, cool. Hätten wir. Mal gucken, wann wir den ersten Flugpassagier haben. Bin sehr, sehr gespannt. Hier fährt ein Bus in Berlin, oder? Habe ich da einen Bus zugeordnet? Ja, der hier. Da muss man einfach mal beobachten. Also wir können es uns auf jeden Fall leisten, das mit den Flugzeugen. Und natürlich bringt das dann sehr viel mehr Geld. Also wenn da 20 Leute mit dem Flugzeug fliegen, würde sich das halt schon übelst lohnen. So, ne? Also natürlich viel, viel mehr als mit dem Zug. Aber gut, das brauche ich jetzt nicht erklären. So, okay. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne erstmal hier eine Verbindung machen. Mit einer sehr, sehr coolen Strecke, weil wir jetzt das Geld dafür haben. Und zwar, dass wir uns endlich um Lebensmittel kümmern können. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich richtig Bock drauf. Also, fangen wir mal an mit einem, machen wir einfach Kopfbahnhof für Cargo. Reicht es, wenn es hier eine Haltestelle gibt? Würde ich aber gerne eigentlich so lange wie möglich jetzt gleich machen. So, irgendwie so, dass es hier geht. Geht nirgendwo, geht nirgendwo, geht nirgendwo. Probleme, Tourenabgleichung. Das ist ein bisschen ärgerlich, dann machen wir mal 240. Hier würde gehen. Kannst du drehen? Okay, wir gucken nochmal eben. Ja, die Richtung wäre okay eigentlich. Ich glaube, so wäre es sogar noch besser. Wie gesagt, wir wollen ja sowieso einen Tunnel bauen. Machen wir so hier. Bam. So, dann Straßenanbindung, kleine Landstraße. So. Verbunden ist es, sehr, sehr gut. Okay, und hier. Ich überlege gerade, ob wir dann hier nicht sogar zwei Bahnhöfe machen. Soll ich hier so lang gehen? Wir machen es so, ich mache jetzt hier sogar mal zwei Bahnhöfe, einen um das Vieh und das Getreide anzunehmen und einen zweiten Bahnhof, um dann sämtliche Städte damit zu verbinden. Das halte ich eigentlich für die beste Idee. So, okay, das heißt, wir können hier auch einfach Kopfbahnhof machen in die andere Richtung. Hier können wir auch 320 machen. Denke ich. So ungefähr, das ist aufgeht mit dem hier. Machen wir mal hier ungefähr hin. So. Straße. Auf kleine Landstraße. Gucken wir, ob das noch verbunden ist. Werden wir gleich sehen. Ist es. Wunderbar. So, Zuggleis. Wir machen erstmal noch normales. Finden das jetzt einfach. So, 3 Millionen. Wir können es uns leisten. Und dann haben wir einen krassen Tunnel. Das ist die direkteste Strecke, was möglich ist. Okay. Nice. Wie sieht es auf der Seite aus? Auch nice. Gefällt mir. So, ich habe jetzt hier automatisch eine Oberleitung gesetzt. Das heißt, wir können hier an sich gleich einen E-Zug nehmen dafür. Einen E-Lok. Die Stadt jetzt hier mit Zug anbinden halte ich für nicht sehr sinnvoll. Ich baue schon mal den Bahnhof für die anderen Städte. Das hier würde ich mit LKWs machen, die Stadt dann anknüpfen. Das macht deutlich mehr Sinn. So, jetzt hier machen wir auch einen Kopfbahnhof, aber einen richtig großen. Warte mal, wie viele Städte haben wir denn da noch? 1, 2, 3. Wobei hier würde ich wahrscheinlich das wieder ein bisschen anders lösen. Ich mache trotzdem mal Tracks. Machen wir mal 4. So lange wie möglich. Ungefähr in die Richtung. Ich würde wahrscheinlich das Gleis dann verknüpfen wollen mit dem hier irgendwo. Man könnte auch dann noch direkt eine Leipzig-Strecke bauen. Aber ich finde das halt cool, wenn das so alles irgendwie über eine Linie läuft. Auch wenn die dann diese Kurven fahren müssen und so. Aber wir haben uns dafür so viel Mühe gegeben mit den Strecken. Dann würde ich die auch gerne weiter nutzen, wisst ihr?
So ungefähr würde ich den setzen wollen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Haben wir mal geschaut, ob es hinhaut oder nicht. Warte mal, das machen wir jetzt auch ein bisschen schöner hier. Können wir es irgendwie machen, dass das weitergeht? Also ungefähr die. Wobei, damit kann ich auch leben. So. Zählt auch neues Verbindung, wunderbar. So gut, dann brauchen wir hier Cargo. Warte mal, wir haben hier gerade Geld gemacht mit dem Bus, das bedeutet. Jo Leute, ein von 21 Passagieren. Was geht? Kann ich gucken, wer? Ah, ich würde mich was mal interessieren, wer der Erste war, der jetzt mit dem Flugzeug geflogen ist. Wie sieht's in Berlin aus? Sind hier schon Menschen? Auch noch nicht. Also ich denke auch, dann auf großen Karten lohnt es sich deutlich mehr, mit Flugzeugen zu arbeiten. Aber mal sehen, ob wir das jetzt hier irgendwie hinbekommen. Es ist ja auf jeden Fall alles miteinander verbunden. So, Berlin Bahnhof ist verbunden mit dem Flughafen. Also von Leipzig können die jetzt auch damit fliegen, wenn sie wollen. Ist halt die Frage, warum er von Leipzig jetzt nach Jerxheim sollte unbedingt.